Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Müsst ihr zu Vipern Tempel. Ich bin ziemlich sicher, dass er da ist. Der Star der Schlangen. Muss er sein. Ich habe ja ein Schlangenwappenschild. Das ist perfekt. Das hier kann ich resistieren. Sicher nicht der Tempo reingegangen war. Das ist schnell gegangen. Ein Tempo. Gehen wir da rein. So. Ist irgendwas gestanden? Ja, da? Ja, genau, eigentlich den Buff da. Zerstört den Schlangen oder da im Tempo der Clown? Vipern. Haben wir den verpasst irgendwo? Naja, was ist das da? Eigentlich Buff Ding. Da drüben, also eigentlich hätte er da drüben sein müssen, ja? Aber ich bin in der Ecke dreimal hin und her gelaufen. Alter, da ist er. Als ob. Den musst du aber auch auf der Map mal sehen. Like how? Der Feuerbogen macht gar nicht so wenig Schaden. Ich bin vor. Ich war ganz einfach aufweggesagt, eigentlich musste ich nur auf K stehen bleiben. Weil der hat den guten Tutor drin gehabt. What? Jetzt ist er drinnen noch ein besserer Bogen. Yo! Das ist der Temp. Alter, der Schlange, Alter. Alter, der Boge hat den Boss of Reed gehabt. Report the bug einfach. Und schreibe eine, der Söldner ist zu strong. Balance Bruce. Na, Spaß. Jetzt ein Vipern-Amulett. 10 Leben, 10 Mana, Giftwiderstand. Das ist actually gar nicht bad. Aber es ist halt auch nicht wirklich bad, das was ich da hab, aber schauen wir jetzt da. Na, ist nicht mehr gleich. Ja dann. Nimm ich den. Ich kann nicht noch mehr tragen. So, wieder wieder. Komplett Müll immer. Bogen hast du. Junge! Jawohl. Junge. Ich hab den Schlangen da kaputt gemacht. Nice! Habt ihr jetzt die zweite Quest fertig? Ja, wahrscheinlich. Das ist die dritte. Oh, das ist schon die dritte. Ja, aber die zweite haben wir noch nicht. Die zweite haben sie geskippt. Nein, das ist so gemacht auf der Map irgendwie. That makes no fucking sense, aber okay. Ich akzeptiere es, was macht uns dahinter. Schön. Das Vipern-Amulett, das Vipern. Ihr tragt, Vipern, ist in Wahrheit die Spitze eines Horadrim-Stabs. Als ob das die Spitze wäre. Ja, ihr besitzt eine wunderbare Gabe, seltene und kostbare Artefakte. Ich habe das Amulett gerade. Natürlich braucht ihr als Amulett ausgewählt. Würfel, um Schaft und Spitze zu verbinden. Hey, da will ich mir mal Amulett aufziehen. Ich habe mit Fürst Jerin gesprochen. Ich glaube übrigens, wir haben actually schon alle von dem Riesen mehr in Aufregung versetzt. Also. Ihr solltet noch einmal versuchen, ja, der fünfte Boss wenn er euch ist immer noch nicht ins Vertrauen ziehen will, beweist ihm noch mehr, dass ihr würdig seid. Soweit ich weiß, wächst sein Respekt für euch. Die Brücke bauen gehen, die ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Bleibt ein Weilchen dazu. Aber gut, ich immer nach dem ersten. Wie kann ich euch helfen? Also, und zwar auch nur, wenn es danach kam, weil ich will einfach nur den Seher haben. 8 bis 18 großes Zepter. Der ist ziemlich gut. Ich denke übrigens, der Weg ist vermutlich, dass zwei von uns auf die Werkzeuge starten und mal einen Umkreis vom Dorf hardcore wegfarmen und der dritte auf das Villager-Ding farmt und gleich mal anfängt, ein paar Gegnermaterialien zu sammeln.
Ah, das Spiel durchgespielt. Was für ein Spiel? Da sind wir für jetzt einen Stab unten, wie bauen Amulett eine tun oder ja. Ich hoffe, Alter, dass ich das Amulett kriege. Horat mit Stab, richtig OP. Nice. Jetzt ist mein Amulett weg. Bringt den Stab zu Dalrashas Grab. Wo ist denn das? Das ist eine gute Frage. Ja, aber was wollten er von uns? Wir haben die dritte Mission geschafft jetzt. Aber wenn man jetzt eine Mission mehr kriegt, sprecht mit Drognan, das wurde glaube ich der da. Warte, kann ich eigentlich so machen. Auch nicht. Er hat aber was anderes gesagt, wenn du mich fragst. Mit diesem Horadrim-Würfel habt ihr einen wahren Schatz in eurem Besitz. Er hat nämlich gesagt, Diablo nähert sich sein. Ausgezeichnet. Ihr habt einen Horadrim-Stab. Nehmt ihn mit in Talrashas Gruft. Findet in der Gruft die Kammer, deren... What? So wurscht. Meine Meinung hat er gesagt, wir müssen zu den Dschunni da unten gehen. Zu ihm. Ja? Aber anscheinend nicht. Ich hätte auch nicht. Ich habe die alten Aufzeichnungen studiert, um den Standort von Talrashas Grab zu finden. Das Grab selbst habe ich zwar nicht gefunden, aber ich habe einen guten Hinweis für euch. Wurscht. Horason, okay. Der große Geisterbeschwörer der Viserei, hat hier irgendwo seine geheime Zuflucht gebaut. Er war ein mächtiger Zauberer und hielt Dämonen als Sklaven in seiner Zuflucht. Auch große Ereignisse behielt er im Auge. Beispielsweise Baals Gefangenschaft in Talrashas Gruft. Wenn ihr Horasons Zuflucht finden würdet, könntet ihr dort gewiss einen Hinweis auf die Lage des Grabes finden. Obwohl ich bezweifle, dass Horason noch am Leben ist, müsst ihr vorsichtig zu Werke gehen. Man kann unmöglich sagen, was euch im Inneren erwartet. Als ich mit Fürst Jerin darüber sprach, bat er, dass ich euch zu ihm schicke. Vielleicht kennt er einen geheimen Eingang oder dergleichen. Ja, davon sind Jerin geredet. Ich glaube, das habe ich vorher gelesen. Ich habe gedacht, das ist der da unten, aber der heißt nur so gleich. Der heißt einfach... Das steht ja genau drüber. Ah, nein, ist er. Als der Ärger hier anfing, hatte ich den verängstigten Haremsgilden gestattet, in meinen sicheren Palast zu kommen. Alles war bestens, bis eines Nachts Schreie aus dem Harem die Treppen heraufhallten. Meine Wachen eilten hinzu und sahen, dass die armen Mädchen von gnadenlosen Dämonen abgeschlachtet wurden. Meine tapferen Wachen versuchten, die Dämonen in die geheimnisvolle Spalte zurückzudrängen, aus der sie gekommen waren. Seither kämpfen meine Männer einen aussichtslosen Kampf. Immerzu kommen Dämonen Instant aus der Spalte Boss in den Palast. Schließlich heuerte ich Griez und seine Söldner an, damit sie mir helfen, den Rest meiner schönen Stadt zu beschützen. Drognan glaubt, dass die geheime Zuflucht unter diesem Palast begraben liegt, da Lut Golain auf einer alten Festung der Viserei erbaut wurde. Mein Palast steht euch jetzt offen. Passt auf euch auf. Er hat uns jetzt den Ballast aufgemacht. Und andererseits müssen wir zum Tal von Rashas Grab gehen. Aber wenn du mich fragst, würde ich da jetzt reinlaufen. Haltet euch von Ärger fern! Oder was sagst du? Was? Ich würde da reinlaufen. Zum Harem. Ich auch. Sehr cool. Harem klingt immer positiv. Oder? Wo willst du hinlaufen? Ja, machen wir einen Harem. Da, ich bin jetzt wahr. Halt for real. Alles klar.
Dünenbestie, Alter. Das ist da unten drinnen. Alles klar. Die machen viel mehr nur sauer. Das soll uns das Geld dafür geben. Simple Blast Debr 1. Wir haben einfach schon wieder einen Weg angefunden. Zu Ebene 1. Oder das? Harem. Die Verlasskelle ist dann den Weg, dann geht's tief vor. Ja, sag ich ja, wir haben es wieder angefunden. Und da geht's auf. Ich komm sogar nicht um mich. Irgendwie. Tja, da hätten wir oben gehen können, oder? Ja. Oder willst du gehen oder was? Oha, geil wieder der Kreis. Wie viele Heiltränke musst du noch trinken? Wo bist du jetzt gekommen? Ich hab gerade den ersten trinken müssen, war nur mal da. Party ist. Neue Fähigkeit. Machen wir den Wit. Neue Fähigkeit. Reinigung. Jetzt haben wir noch mehr Heal. Oder? Nein, haben wir nicht. Aber es ist immer reduziert, die Dauer dann. Das ist sehr gut. Na, wo wir gehen sollen, ha? Mhm. Da ist aber ein Lastkeller, ja, dann gehen wir da oben, oder? Ja. Ich oben. Ja, da ist einfach Big Daddy. Der hat einen Betäubungsangriff. Lol. Er darf so einen ganzen Baum mit. Da geht's einfach wieder oben. Wie viel Etagen hat er in seinem Ballast? Wenn sein Keller schon zwei Etagen hat. Oh ja, bin wieder aufgegangen. Das wäre der andere Abgang gewesen. Boah.
markieren wir noch schnell ein bisschen. Einmal kurz ein bisschen ziehen, gell? Und da ist einfach Feuerlöscher brauchst du. Ich renn einfach weg. Und sie sollten und so weiter regeln auf so arg. So ein netter Teleporter. Echt? Oha, er sagt's einfach. Das hat wirklich einer ein bisschen zurück, gell? Nice. So. Ebene 2, glaubst du, wie viel Kellerebenen hat er noch immer? 12. Imagine. Ha, jetzt fangst du auch schon damit an. Ja. Das ist. Das färbt ab, wenn du das 17 Mal am Tag sagst. Oh, wo, wo. Oh, wo, wo, wo. Ich bin nur irgendwo. Da ist alles grün. Yeah, boy. Ich glaube ehrlich gesagt, dass nicht mal ich gerade angefangen habe damit. Imagine. Ich glaube, Anfang hat er damals. Oder ich habe angefangen. Es ist auf jeden Fall Valorant entstanden. Ich weiß nicht, wer das war. Ja, moin. Es war einfach ein Boss. Die sind ziemlich strong mittlerweile. Akt 3 gehen wir wieder rein und ich schreibe wieder. Ja, schon. Als du in Akt 3 reinkommst, das ist nicht. Das müssen wir halt rausfinden. Jetzt müssen wir noch spülen, Kaffee, hole ich gleich. Auch heute ist nur lang. Stimmt auch wieder. Ja, für Akt 1 haben wir ungefähr 4 Stunden braucht, glaube ich. Vielleicht 5. Ach, da oben. Ich hab den Dicken, der ist da einfach nur zuschlagen lassen. Alter, der ist gerade zu Eis verwandelt worden. Oha. Passt, hätte jetzt den Gift-Resistenz-Buff, wenn es den überhaupt geben würde. Ich glaube, das gibt mir nicht. Die Aura. Dann müsste ich jetzt jedes Mal zu der Aura rumtun, aber dann haben wir wieder keinen Kill. Das ist immer das Gleiche. Das ist Heal einfach das Beste. Ja. Auf dem Heal magst. Ja. Even in the right. Alles klar. Alter. Das Wichtigste ist da. Aber schon ruhig bleiben, weil der Heal regt schon. Ja, wenn man die zumacht. Ab geht's zu Evil Drive. Yes, 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 yes. Das muss ja Speedrun werden. Akt 3, wir kommen. Ja, es ist eh klar, dass das jetzt Blitz ist. Was kommt als nächstes? Kälte. Den Blitz-Ding hätte ich sogar. Aber wieso soll ich den Resistenz-Buff eben rein tun? Jo. Champion Tölpler Träger. Hellpelt, besser gesagt. Ich kann nicht noch mehr tragen. Wurfmesser. Ich kann nicht noch mehr tragen. Jo.
Ich bin wieder rauf, ne? Und wieder runter. Immer diese Loading-Zeiten. Soll mal Nummer 1 drücken? Ich bin ja mittendrin im Typenkreis. Das ist auch der Ticket Boss, der macht so viel Damage. Möglicherweise ist das der letzte Raum. Schau's mal so an. Yo. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, der hat nichts droppt. So Feuerauge ist schon. Das ist zwar gut in dem Jungle. Wo ist der zweite? Der rennt die ganze Zeit weg von mir. Ich bin überladen. Ach ja. Ich bin überladen. Ich hab also nicht. Wo ist dein Mana? Was fliegt da unten bei uns? Was ist denn das? Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Das ist jedes Mal, wenn ich nicht weiß, was ist es für Assassine. Wo müssen wir denn hin? Da ist es, die sieht schon. Ja moin, was ist das? Portal? Wieso ist der Portal? In seinem Keller. Auf noch ein bisschen hier zur Sicherheit. Ja, das war's eigentlich weit gehen. Das Portal ist was? Niemand. Das Portal. Ich hab's gerade aktiviert. Wow. Was? Dies ist gewiss das Erzeugnis eines kranken Geistes. Wow. Danke fürs Zuschauen. Falls euch Diablo 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.